Herzlich willkommen zurück zu Anno 2205. Ja, wir haben uns eine neue Arktis-Region gesichert und wir haben uns den Wildwater Bay auf jeden Fall gesichert, was natürlich ein ganz, ganz großer Sprung jetzt erstmal nach vorne ist. Wie man sieht, ich bin hier auch fleißig noch die Reisplantage am Ausbauen, damit wir ja genug über haben, weil wir ja auch noch ein bisschen mehr ausbauen wollen. Ich glaube, da fehlte sogar noch ein bisschen was. Ja, war mir das so. Mach ich mal 200. Ja. Objektprofil wird aktualisiert. Trotz alledem geht die Bilanz extrem runter. Ich will mich, denke ich, jetzt erstmal hier so ein bisschen um die Dings kümmern. Um die Kleidung. Damit wir die auf jeden Fall noch woanders haben. Also, wie gesagt, hier auf der Insel am besten eigentlich. Manager, da haben wir sie. Superlegierung. Ja, die werden wir uns jetzt einfach mal holen. Zack. Haben wir irgendwo was über? Oh, minus 55, ey. Ja. Verbindung wird hergestellt. Was kosten die, wenn wir uns die kaufen? 523 pro. Ja, nee. Ich würde mal sagen, eher nee. Ein paar Gebäude bräuchten wir auch eigentlich noch hier. Dass unsere Bilanz immer so schwankt, finde ich komisch, ey. Aber gut, das kann ich mir nur durch die Dings erklären, durch die Sektorrechte und so, dass die so ein bisschen hoch und runter gehen. Jetzt geht's wieder hoch. Ja gut, klar, durch die neuen Gebäude. Firmenanteile. Oha, da haben wir aber wenig Umsatz. Naja. Naja. Dann ist das halt so, ne? So. Huch. Nein, das Menü wollte ich nicht. So, ich würde mal sagen, da haben wir jetzt erstmal ja, ein paar Gebäude wieder ins Plus gezogen. So. Wir brauchen jetzt, wie gesagt, auf jeden Fall die Superlegierung. Die haben wir. Bedeutet Silizium. Und damit wir hier keine Arbeiter großartig benötigen, werden wir hier natürlich entsprechend ausbauen. Das nahm ein gutes Ende. Allein Bilanz dann minus 2600. Ja, nö. Was können wir eigentlich haben? 3,7. Ja, komm. Wir holen uns ein paar Credits. Das kann ja nie schaden. Hä? Achso, hat noch keine Straßenanbindung. Okay. So. Obwohl, ich bin mir noch gar nicht sicher, brauchen wir so viel überhaupt? Okay, das betrifft uns nicht mehr. Ich zieh mal hier jetzt einfach die Straße rüber. Na, sag mal. Je länger die Straße wird, desto mehr wird das eine Schlange, oder? So. Da haben wir dann jetzt 46 Silizium, hä?
produziert doch eine schon. Ach nee, Quatsch. 20. Ah, 23. Ja, gut. So, Silizium hätten wir. So, Flachsfasern. Die haben wir. Ich weiß gar nicht mehr. Hier hatten wir, glaube ich, die ganzen Bauten. Und hier hatten wir unsere Fasern, bin ich der Meinung. Da muss ich sowieso dann erstmal wieder so ein bisschen abzählen. Ach ja. 375. Ja, ich nehme das jetzt einfach mal als, ja, Maßband. Passt sogar. Na, so klappt das auch ganz gut mit Abzählen. Und trotzdem falsch rum. Naja, egal. Alles glatt. Kann ich irgendwann immer noch mal drehen. So, Fasern hätten wir. Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch die Fabrikationshallen, ja. Wo pflanzen wir die hin? Das ist doch schon wieder... Ich würde sagen, hier oben hin. So. Ja, ich würde mal sagen, da können wir jetzt gleich aber munter ausbauen. Oh, was mit der Bilanz? Oh Gott. Jetzt gehen die Kosten der Firmenanteile runter, hä? Also ganz verstehe ich das System noch nicht. Kaufen sich gegenseitig gerade irgendwie weg. Kann das sein? Obwohl... Oh, 1,6 Millionen. Nee. Nee, da lasse ich die Finger noch von. Ja. Eine Erleichterung, sich darüber keine Gedanken mehr machen zu müssen. Ach verdammt, auch noch falsch rum. Ich weiß nicht, ob das passt, aber ich hoffe. Hätte nie gedacht, dass du so konservativ bist. Los, deine Stimme ist wichtig. Mist, passt nicht. Schade. Gott, wie gern würde ich das Gebäude jetzt einfach umsetzen. Ja, komm, setzen wir die hier unten hin und dann ist die Sache auch gebongt. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ja, das wird jetzt, glaube ich, irgendwie langsam irgendwann böse.
Wir müssen uns unbedingt um den Mond kümmern. Wir brauchen den Strom. Stopp. Ich glaube, hier lohnt sich doch das Gezeitenkraftwerk. Ja. Können wir uns das sparen. So, wie viel haben wir denn jetzt? 38. Output-Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. Ja, da muss ich auch mal gucken. Da brauche ich langsam mal irgendwie so ein Konzept. Das passt zwar so, aber einer guckt trotzdem über. Naja. So, wir haben jetzt 24 Siliziummiese. Würde ich mal sagen, schalten wir die mal hier ein. Und eine brauchen wir wohl noch. Oha, unsere Bilanz. Oh mein Gott. Ja, das ist jetzt gerade so ein bisschen... Obwohl, wir stehen kurz davor, jetzt eigentlich die Wäsche herzustellen. Ich würde mal sagen, die Wäsche werden wir auf jeden Fall von oben nach unten bauen. Jo. Die werden wir aber schon mal vorbereiten, würde ich sagen. Brauchen wir drüben nur noch gleich ausschalten und die hier einschalten und wir haben keine Graphen mehr. Was ein Mist. Und schwupp ist die Bilanz im Minus. Erstmal schalten wir das Gebiet hier noch ab. Machen wir das drüben aus und hier wieder an. Und zwischendrin muss ich dann unbedingt gucken wegen der Graphen.